sicherlich des Höhepunktes des heutigen Tages gegen die Französin Julie Allard. Und deshalb gebe ich auch gleich ab an meinen Kollegen Volker Kottkamp. Zum sechsten Mal trifft Steffi Graf in ihrer langen und so überaus erfolgreichen Laufbahn auf die Französin Julie Allard. Und die Bilanz in diesen fünf Aufeinandertreffen: 5:0 Siege, 10:0 Sätze, 60:13 Spiele zugunsten der Dame, die Sie hier rechts im Bild sehen, Steffi Graf, die 24-jährige Weltranglisten-Erste, die ja in diesem Jahr erst ein einziges Spiel verloren hat, vor 10 Tagen in Hamburg im Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Und natürlich ist Steffi Graf klar favorisiert gegen die Französin, die sie zweimal auch hier in Berlin bei den German Open bezwingen konnte, 1988 und vor 2 Jahren, damals übrigens auch im Viertelfinale. Julie Allard, 23 Jahre alt, 26. in der Weltrangliste, und sie kommt selbstbewusst hier an die Spree, denn das letzte Turnier im italienischen Taranto, das hat sie gewonnen. Julie Allard, eine technisch sicherlich gute Spielerin, die aber nicht unbedingt über einen Gewinnschlag verfügt. Sie kann jedes Tempo mitgehen, aber ihr fehlt dann häufig die Möglichkeit, auch direkte Punktgewinne zu verbuchen. Wenn sie heute gewinnen würde, die Französin, dann wäre das in ihrer Laufbahn der 200. Erfolg. Auf der anderen Seite, das muss man einfach einmal registrieren, 695 Spielsiege für Steffi Graf bisher bei nur 83 Niederlagen in ihrer Laufbahn. Und sie hat ja 84 Turniere gewonnen in all den Jahren. Schiedsrichterin ist Donna Ring aus Australien, bekannt bei der Damentour, eine erfahrene Schiedsrichterin. Unter den Zuschauern auch der Bundespräsident Richard von Weizsäcker und neben ihm der Präsident des Deutschen Sportbundes Hans Hansen. Das ist noch einmal ein großes Sportwochenende für den Bundespräsidenten, der heute Morgen von IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch den Olympischen Orden überreicht bekam, der morgen im Olympiastadion beim Pokalfinale dabei sein wird im Fußball zwischen Werder Bremen und Rot-Weiß Essen, und Sonntag weilt dann der Bundespräsident in Hamburg zur Eröffnung des Deutschen Turnfestes. Erfreulicherweise ist die Sonne wieder herausgekommen. Der Center Court im Grunde genommen ausverkauft, aber viele sind natürlich nach dem deutlichen Erfolg von Anke Huber gegen Makarova hinausgegangen, um sie ein bisschen zu erfrischen, und werden sicherlich im Lauf der Begegnung zwischen Steffi Graf und Julie Allard wieder zurückkehren hier auf den Center Court des LTTC Rot-Weiß Berlin. 7-mal hat Steffi Graf dieses Turnier hier in Berlin gewonnen. 2-mal war sie in Finals unterlegen. 1985 gegen Chris Evert und 1990 gegen Selesch. Und einmal schied sie im Viertelfinale aus. Das ist lange her, nämlich genau 10 Jahre. Da war Steffi Graf 14 Jahre jung. Und sie unterlag der späteren Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, die ja in den vergangenen Tagen hier war, um das Turniergeschehen zu verfolgen. Neben dem Sieg in Taranto hat Julie Allard noch ein Finale erreicht, das beim Hallenturnier in Paris. Und sie unterlag dort im Endspiel gegen Martina Navratilova. Im letzten Jahr sorgte sie für großes Aufsehen bei den Australian Open, als sie immerhin das Viertelfinale erreichte und nur knapp an der späteren Siegerin Monika Seles in 3 Sätzen unterlag. Heinz Günthardt, der Trainer von Steffi Graf, und daneben Bundestrainer Klaus Hofsess und Physiotherapeut Kapellmann. So, auf geht's. Aufschlag Steffi Graf. Aufschlag Rom. Play. Fünfzehn Null, 15 Love.
Zentbeine. 15 um. Ja, da geht Julie Allard freiwillig auf die andere Seite und deutet damit an, der Ball war gut, Ass von Steffi Graf. So, nun kommt wieder etwas Unruhe auf, denn offensichtlich fängt es leicht an zu regnen. Das kommt nicht unerwartet, das war vorhergesagt worden, dass man vereinzelt mit Regenschauern rechnen müsse. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass es in Kürze wieder aufhört und die Begegnung gar nicht erst unterbrochen wird. Zwei Aufschlagverluste, also zum Auftakt dieser Viertelfinalbegegnung. Ein Spiel, das bisher im Wesentlichen gekennzeichnet ist von leicht vergebenen Schlägen und nicht von direkt erzielten Gewinnpunkten.
15 low, 15 low. Aus. 15:30. 15:30. Erste Führung für Steffi Graf und Julie Alain aus dem französischen La Boule hat doch einige Probleme mit diesen extrem unterschnittenen Rückhandbällen von Steffi Graf. Da kommt sie zu spät heran, trifft die Bälle zu spät. Und das waren zwei Punkte in Folge für Steffi Graf, die ihrerseits am Anfang zweimal ein bisschen spät dran war mit ihren Vorhandbällen, sich dann aber gesteigert hat. Hier sieht man noch einmal diese sehr kurze, aber sehr schnelle Ausholbewegung der Französin auf der Rückhandseite. Und hier hat sie Mühe, bei diesen Slicebällen noch unter den Ball zu kommen. 2:1 Führung also für Steffi Graf. Die Siegerin dieser Begegnung wird treffen auf die Gewinnerin des Spiels zwischen Jana Novotná aus der Tschechischen Republik und Ines Gorodschategi aus Argentinien, die ja gestern erfolgreich war hier auf dem Center Court gegen Sabine Hack aus Ravensburg. So, der Regen hat erfreulicherweise wieder aufgehört. Aufschlag Julie Alla. Beide, 15 Uhr.
30, 15, 30, 15. Einstand, Deuce. Einstand, Deuce. Mutig, aber erfolglos, dieser Netzangriff von Julie Allard. Zu ungenügender Vorbereitungsbahn. Einstand. Deuce.
Total Halal. Spiel Halal. Zwei Returnfehler in Folge von Steffi Graf. Sehr schön lang, die Aufschläge von Julie Allard. Ein souverän gewonnenes Aufschlagspiel von Steffi Graf zu 0. Viele erste Aufschläge im Spiel und damit die Französin gleich unter Druck gesetzt. Julie Allard spielt hier bislang gut mit. Sie kann natürlich völlig unbeschwert aufspielen. Sie weiß, dass sie die große Außenseiterin ist in dieser Begegnung. Hier auf dem Center Court am Hundekehlesee. Und sie bemüht sich offensichtlich, die Ballwechsel nicht allzu lang werden zu lassen, sondern selbst ein gewisses Risiko einzugehen. Steffi Graf vielleicht bislang noch nicht so dominant, wie man das häufig von ihr erlebt hat, aber ohne Frage mit Steigerungsmöglichkeiten und vor allen Dingen mit der nach wie vor hervorragenden Vorhand, mit der sie viele, viele direkte Punkte erzielt oder sie vorbereitet. Der erste Aufschlag in diesem dritten Aufschlagspiel von Graf kam ja häufiger als in den ersten beiden. Und der Aufschlag ist ja häufig ein Barometer über das Leistungsvermögen eines Spielers oder einer Spielerin. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Dankeschön. Wie Steffi Graf versucht natürlich auch Julie Allard mehr ihre stärkere Vorhand ins Spiel zu bringen. Bitte hinsetzen. Danke. First serve.
Kommentar zum Abschluss dieses Ballwechsels aus dem Lauf heraus. Der Passierball die Linie entlang. 30. Ja, das waren insgesamt 3 Vorhand-Return-Fehler von Steffi Graf. Ist manchmal ein bisschen zu spät dran, trifft den Ball zu weit hinten. 3 beide. Bisher erleben die etwa 4000 Besucher hier auf dem Center Court eine Begegnung ohne allzu viele Höhepunkte. Sieht man einmal von einigen Passierbällen ab. Steffi Graf nach wie vor mit ihren Verhältnissen, vielen Fehlern auf der Vorhandseite. 4:3 Führung für die Brüderin. Und wenn Julie Allard jetzt noch ein Spiel gewinnen sollte, dann wäre das das beste Satzergebnis, was sie in den Aufeinandertreffen gegen Steffi Graf erzielt hätte. Denn bisher hat sie nie mehr als 3 Spiele in einem Satz gegen Steffi Graf gewonnen. Das auch nur einmal vor 3 Jahren am Hamburger Roten Baum. Julie Allard spielt das, was sie kann, hat nicht allzu viel Variationen in ihrem Spiel.
beide 15 Uhr. Bislang beste Ballwechsel in dieser Begegnung. Sagt ja vorhin schon einmal, Julie Allard ist in der Lage, jedes Tempo mitzugehen, profitiert häufig vom druckvollen Spiel von Steffi Graf, nimmt das Tempo mit. Aber großartig, dieser Lob von Steffi Graf aus einer bedrängten Situation herausgespielt. Zweiter Aufschlagverlust von Julie Allard. Drei starke Punktgewinne von Steffi Graf. Aus! 15-0, 15-0. Das ist Nathalie Tousia, die aus dem Turnierbüro diese Begegnung verfolgt. Tousia, die Doppelpartnerin von Julie Allard, und die beiden werden heute noch spielen müssen gegen Larissa Neiland und Colin Stubbs. So, da wird der Abdruck überprüft und es fängt wieder leicht an zu regnen.
Ja, der Linienrichter zeigt und Donna Ring bemüht sich vom Schiedsrichterstuhl herunter. Steffi Graf ist sich sehr sicher, dass dieser Ball im Aus war. Und er war es auch nach Meinung der australischen Schiedsrichterin. Das heißt 40-15, zwei Satzbälle für Steffi Graf. First serve. Der geht aus und Steffi Graf gewinnt den ersten Satz nach einer Spielzeit von 34 Minuten mit 6:3. Zunächst ein ausgeglichenes Spiel, dann deutlich erkennbare Leistungssteigerung nach diesem herrlichen Ballwechsel im achten Spiel. Und wenn man so will, ein erwartetes Ergebnis. 6:3, der erste Satz für Steffi Graf, die wir hier in einer super Zeitlupe noch einmal sehen. Mit diesem Vorhandball aus dem Halbfeld heraus, den Julie Allard zwar zurückbringt, aber der Ball geht ins Aus und wir geben nach Hamburg zur Tagesschau. Die German Open in Berlin, präsentiert von ARD und der Bankgesellschaft Berlin. Einzelne Schauer sind eben angekündigt worden im Wetterbericht der Tagesschau. Die gab es auch hier in Berlin und es hatte kurzfristig sogar den Anschein, als wenn die Begegnung zwischen Steffi Graf und Julie Allard unterbrochen hätte werden müssen, aber nun spielt man doch weiter. Erstes Spiel, zweiter Satz nach 30-0 Führung, nun 30 beide. Aus! 40-30, 40-30. Nach wie vor unverhältnismäßig viele Return-Fehler von Steffi Graf, wo sie manchmal ein bisschen überhastet wirkt, zu schnell die Entscheidung sucht. Und man sieht ihr förmlich an, wie unzufrieden sie ist, wenn ihr so viele Fehler unterlaufen, wie in diesem ersten Spiel des zweiten Satzes unter den Augen ihres Trainers Heinz Günthardt. Aber entscheidend ist ja, dass sie die wichtigen Punkte gewinnt und das hat sie getan im ersten Satz, als ihr bei einer 4:3 Führung ein zweites Break gegen Julie Allard gelang und auch eine bemerkenswerte Leistungssteigerung. Steffi Graf, die ja in diesem Jahr schon 5 Turniere gewonnen hat, beginnend mit dem Grand Slam Turnier in Melbourne, dann in Tokio, Indian Wells, Delray Beach und in Key Biscayne, bevor sie, wie schon einmal erwähnt, im Hamburger Finale am Roten Baum in 3 Sätzen, nachdem sie einen eigenen Matchball nicht nutzen konnte, gegen Arantxa Sánchez Vicario unterlegen war. Aus. Thank you.
30 Beine, 30 Jungen. Zu lang geraten, dieser Stoppversuch von Steffi Graf. Keine Mühe für Julie Alain, an den Ball heranzukommen. Sehr überraschend, dieser Netzangriff zu diesem Zeitpunkt von Julie Alain. Überraschend und erfolgreich. Einstand. Deuce. Das ist klar, wenn man Steffi Graf nach einem Flugball noch eine Möglichkeit gibt, dann nutzt sie die diesmal mit diesem aggressiv gespielten Lob, unerreichbar für Julie Alain, die zwei Breakmöglichkeiten nicht genutzt hat. Eins Ball. Deutlich zu registrierende Leistungssteigerung bei Steffi Graf, die nun das Spiel in die Hand nimmt, die Initiative ergreift und dann natürlich aufgrund ihrer stärkeren Möglichkeiten Julie Alain keine Chance lässt und mit 2:1 in Führung geht.
Ja, da hat Steffi Graf das Tempo forciert und da wird es dann natürlich einfach zu schnell für Julie Allard, die Mühe hat, überhaupt noch an die Bälle heranzukommen und sie häufig dann zwar noch erreicht, aber nicht mehr kontrolliert zurückspielen kann. Das ist Steffi Graf, wie man sie kennt, wie sie immer wieder in der Lage ist, sich zu steigern und dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Erster Aufschlagverlust also von Julie Allard in diesem zweiten Satz. 6:3, 2:1 für die nun aufschlagende Steffi Graf. Aus! 15-0, 15-1. Aus 30-40, 30-40. Dran. Da war zunächst ein nicht energisch genug vorgetragener Netzangriff von Steffi Graf, die Vorwärtsbewegung abgebrochen an der Aufschlaglinie, der Halbflugball ins Aus und bei der letzten Vorhand war sie natürlich ein bisschen irritiert, wehnte den Ball im Netz, der ja die Netzkante berührte. Vorhandball ins Netz, zwei Beine. 0-15, 0-15. Lange Wege muss Julie Allard gehen. Love 40.
15:40, 15:40. Einstand, Deuce. Das erlebt man auch nicht allzu häufig, dass Steffi Graf eine 40:0 Führung noch abgibt. 5 Punkte in Folge für Julie Alain, die vor allen Dingen zum Abschluss dieses 5. Spiels sehr gut aufgeschlagen hat. Sehr lang, sehr hart, sehr platziert. Und da brachte sie Steffi Graf gleich in eine schwierige Situation. Steffi Graf, die hier am Anfang dieses 5. Spiels, Sie haben es vielleicht gehört, sich wieder selbst aufgemuntert hat und sich zugerufen hat, reiß dich zusammen. Nach wie vor spielt sie mit einer für ihre Verhältnisse sehr hohen Fehlerquote, häufig ein bisschen zu überhastet, will manchmal zu schnell den Punkt machen, ist sicherlich auch nicht hundertprozentig konzentriert. Aber logischerweise kann man nicht immer in Bestform spielen. Entscheidend ist ja, dass man auch nicht in bester Form spielen, die Spiele dennoch gewinnt. Und das hat Steffi Graf ja auch hier in Berlin bisher getan. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen, dass sie heute erfolgreich sein wird gegen Julie Alain, auch wenn sie nun nach einer zwischenzeitlichen 2:1 Führung mit 2:3 zurückliegt. Vier erste Aufschläge, 4 schnelle Punkte für Steffi Graf gegen Julie Alain, die in diesem Jahr übrigens eine Sandbilanz von 10:1 hat. 10 Siege also bei nur einer Niederlage. Allez, Julie!
Meile, 15 Uhr. Beachtlich die Aufschlagstärke von Julie Allard, die Französin macht sehr wenig Fehler und Steffi Graf muss die Punkte selbst herausspielen. Das gelingt ihr häufig, aber aus ihrer Sicht sicherlich nicht häufig genug. Viele Aufschlag-Return-Fehler nach wie vor bei Steffi Graf, sowohl auf der Vorhand, da extrem, als aber auch teilweise auf der Rückhandseite. Eben hat sie sich selbst beschimpft, ich krieg's heute nicht mehr hin. Nachdem der erste Vorhand-Return gleich oben an der Netzkante hängen blieb, da sucht Steffi Graf vielleicht manchmal auch zu schnell die Entscheidung, versucht nicht den Ball zunächst einmal im Spiel zu halten, sondern gleich den Punkt zu machen. Zum ersten Mal 4 Spiele für Julie Allard in einem Satz gegen Steffi Graf und das können natürlich durchaus noch mehr werden. Auf die Linie gespielt, ein sogenannter Weißmacher. Hier jetzt noch einmal zu sehen. Da. First serve.
Spiel Graf. Wir beide vor. Wir beide sehr schwankend, der erste Aufschlag von Steffi Graf. Mal wie beim letzten Aufschlagspiel, vier erste Aufschläge in Folge. Bei diesem Aufschlagspiel kam der erste Aufschlag überhaupt nicht. Und Julie Allard bleibt gefährlich, aber ich denke, dass Steffi Graf nun alles daran setzen wird, die Französin zum zweiten Mal, der Französin zum zweiten Mal in diesem zweiten Satz den Aufschlag abzunehmen. 15-0, 15 lang. Julie Allard bestätigt in dieser Viertelfinale-Begegnung ihre derzeit gute Form. Nach dem Turniersieg im italienischen Taranto, wo sie gegen die Rumänin Spirlea im Finale erfolgreich war, nachdem sie zuvor immerhin Spielerinnen wie Sandra Cecchini und Brenda Schulz ausgeschaltet hat. Und Steffi Graf ist nach wie vor von ihrer Bestform weit entfernt. Julie Allard wartet geduldig auf ihre Chancen, hält den Ball im Spiel und wartet vor allen Dingen auf die Fehler von Steffi Graf. Und die werden von der Weltranglisten-Ersten in einem größeren Maß gemacht, als man das gemeinhin von ihr kennt. Mittlerweile hat es wieder leicht angefangen zu regnen. Es bleibt ausgeglichen in diesem zweiten Satz. 6-3 nach nur 33 Minuten der erste Satz an Steffi Graf. Und nun 5-4 Führung für Julie Allard. Allerdings bei Aufschlag Steffi Graf, die ja im ersten Spiel bei diesem German Open im ersten Satz in den Tiebreak musste gegen Karen Kvent. Den gewann sie dann allerdings sehr deutlich. Love 13.
040 La Forte. Drei Satzbälle für Julie Alla. Und mit dem dritten Doppelfehler verliert Steffi Graf den zweiten Satz mit 4-6. Der erste Satzverlust in diesem Jahr hier in Berlin. Abgesehen von dem Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario, das sie ja in Hamburg, wie erwähnt, verlor, musste sie in diesem Jahr erst zweimal über drei Sätze gehen. Im Finale von Key Biscayne gegen Natalia Zvereva und im Viertelfinale von Hamburg gegen Katarina Maleva. Da gewann Steffi Graf dann den dritten Satz mit 6-0. Sie wird sich steigern müssen gegen eine nach wie vor gefährlich und ihre Chance suchende Julie Alla. 15-0, 15-0. Nach langer Zeit mal wieder ein Aufschlagverlust von Julie Alla, die insgesamt einfach gleichmäßiger spielt als Steffi Graf. Viele Schwankungen im Leistungsvermögen der Weltranglisten-Ersten, der man förmlich ja auch ansieht und anhört, wie unzufrieden sie mit ihrer Leistung, die sie bisher hier gezeigt hat, ist. Steffi Graf kann natürlich erheblich mehr, aber man kann, ich sagte schon einmal, nicht an jedem Tag an seine Leistungsgrenzen gehen, das optimale Tennis spielen.
sind ja schon viele Favoriten hier in Berlin in diesem Jahr ausgeschieden. Viele namhafte Spielerinnen, denken wir nur an Arantxa Sánchez-Vicario und an Gabriela Sabatini. Und denken wir logischerweise noch nicht an ein mögliches Ausscheiden von Steffi Graf. So, jetzt nimmt der Regen an Intensität doch beachtlich zu. Schiedsrichterin Donna Ring verletzt den Schiedsrichterstuhl und die beiden Viertelfinalistinnen im Laufschritt den Center Court. Ich denke und hoffe mal, dass es sich hier nur um einen kurzen Schauer handelt, dass der Platz nach wie vor spielbereit bleibt. Das war zu erwarten, das war so prognostiziert worden. Natürlich viel Unruhe im Publikum, nicht alle haben einen Schirm, versuchen nun, wie hier mit Sitzkissen, sich vor dem Regen zu schützen. Bisher waren es ja recht angenehme Tage hier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß am Berliner Hundekehlesee. Von Regen waren wir verschont geblieben. Und auch jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass es keine längere Unterbrechung geben wird hier in diesem Viertelfinalspiel zwischen Steffi Graf und Julie Allard, in dem es 1:0 für Steffi Graf im dritten Satz steht. Der erste Durchgang 6:3 für die Brühlerin, der zweite 6:4 für Julie Allard, die hier ihr Leistungsvermögen voll ausspielt, die erstmals überhaupt einen Satz gegen Steffi Graf gewonnen hat. Denn in den bisherigen 5 Auseinandersetzungen zwischen den beiden, zwischen 1987 und 1992, da gab es jeweils glatte 2:0 Satzerfolge für Steffi Graf. Natürlich ist auch auf dem Platz B die Begegnung unterbrochen, dort wo ja die Gegnerin ermittelt wird von der Siegerin dieser Begegnung im Spiel zwischen Jana Novotná aus der Tschechischen Republik und Ines Gorochategui aus Argentinien. Vielleicht sollten wir bei dieser Gelegenheit noch einmal erwähnen, für die Zuschauer, die sich später zugeschaltet haben, dass Anke Huber als erste Spielerin das Halbfinale erreicht hat durch einen absolut ungefährdeten 6:0 und 6:1 Sieg gegen Elena Makarova aus Russland. Und ich höre, dass mein Kollege Jochen Sprenzel einen Gesprächspartner hat. Das wäre schön, noch stehe ich allein hier, aber die Kollegen sind unterwegs, um einen Interviewpartner zu holen. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass wir noch 2 Stunden senden werden, nämlich bis 17.40 Uhr. Und wenn ich mal hier so mich umschaue, dann glaube ich doch, dass die Regenschauer wirklich nur Schauer sind und es sich nicht zu einem Dauerregen entwickelt. Volker Kottkamp in seiner Kabine und ich hier unter dem Dach des Pavillons. Wir haben Glück, wir stehen im Trocken. Das hofft auch mein Kollege Volker Kottkamp. Ja, natürlich hoffen wir das alle. Zurück sind wir also auf dem Center Court nach dieser etwa dreiviertelstündigen Unterbrechung. Sind Steffi Graf und Julie Allard zurückgekehrt. Dann gab es noch einige Reklamationen, weil hier am unteren Bildrand doch noch die Feuchtigkeit so deutlich zu erkennen war, dass es gefährlich gewesen wäre. Da hat man ein bisschen Sand aufgeschüttet. Aber nun ist der Platz wieder in einem optimalen Zustand und vor etwa 2-3 Minuten hat man erneut mit der Einschlagphase begonnen. Für die Zuschauer, die sich vielleicht erst später unserer Übertragung zugeschaltet haben, 1:0 führt Steffi Graf, Sie sehen es hier eingeblendet, im dritten und entscheidenden Satz, der mit einem Aufschlagverlust von Julie Allard begann. Ein ausgeglichenes Spiel, in dem Steffi Graf doch offensichtlich nicht hundertprozentig im Spiel drin ist. Hier unterlaufen viele vermeidbare Fehler, vor allen Dingen der Aufschlag-Return. Häufig ein bisschen hektisch und mit vielen Fehlern behaftet. Im ersten Satz begann es gleich mit 2 Breaks in Folge. Und bei einer 4:3-Führung gelangt dann Steffi Graf, der zweite Aufschlaggewinn gegen Julie Allard. Und sie gewann nach 33 Minuten den ersten Satz mit 6:3. Ging auch im zweiten Satz nach einem weiteren Aufschlagverlust der Französin mit 2:1 in Führung. Dann gleich das Rebreak. Und bei einer 5:4-Führung von Julie Allard verlor Steffi Graf ihren Aufschlag zum 4:6. Der erste Satzverlust hier bei den diesjährigen German Open in Berlin von Steffi Graf.
Es ist dies, das sei noch einmal erwähnt, das sechste Aufeinandertreffen zwischen Steffi Graf und Julie Allard. Und bisher hat die 23-jährige Französin, die in der Weltrangliste auf Position 26 geführt wird, überhaupt noch keinen Satz gewonnen gegen Steffi Graf. Das ist ihr hier und heute gelungen. Die Französin spielt sehr klug, nicht unbedingt sehr variabel, aber sie behält den Ball im Spiel. Ihr unterlaufen relativ wenig Fehler. Sie wartet auf ihre Chance und schlägt zudem phasenweise sehr gut, sehr lang und sehr platziert auf und hat damit Steffi Graf immer wieder in Bedrängnis bringen können. Steffi Graf unter Normalform spielend, aber ich denke, dass ihre Klasse ausreichen wird, um dieses Spiel doch noch erfolgreich zu gestalten, um dann ins Halbfinale zu gelangen. Warten wir es ab. Auch in den beiden ersten Begegnungen in Berlin war ja Steffi Graf mit ihren Leistungen nicht hundertprozentig zufrieden. Weder beim Zweisatzerfolg gegen Karin Gschwend noch beim 6:2 und 6:2 gegen Ginga Helgesen aus den USA. Die Einschlagphase geht dem Ende entgegen. Time, sagt die Schiedsrichterin Donna Ring aus Australien. Und wir wollen vor allen Dingen hoffen, dass diese Begegnung nun wie auch immer zu Ende geführt werden kann und es nicht noch einmal eine regenbedingte Unterbrechung geben wird. Steffi Graf also hat Aufschlag und damit die Möglichkeit, sich gleich in der Anfangsphase dieses dritten Satzes abzusetzen, mit 2:0 in Führung zu gehen. Aber Steffi Graf hat heute dreimal ihren Aufschlag abgeben müssen, der sehr unterschiedlich kam. Es gab Spiele mit 4 ersten Aufschlägen und 4 schnellen Punkten und dann wieder Spiele, wo der erste Aufschlag überhaupt nicht kam. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Spielzeit bisher 1 Stunde und 15 Minuten und nun geht's weiter mit Aufschlag Steffi Graf. Aus!
spielbar. Wichtiger Spielgewinn für Steffi Graf. Dafür 2:0, Tüller. Das hat es ja im Verlauf dieser Begegnung selten gegeben, dass sich eine Spielerin mit 2 Spielen absetzen konnte. Wunderbar herausgespielt, dieser letzte Punktgewinn von Steffi Graf. Ihre Gegnerin musste viel laufen, lange Wege gehen. Und dann nach diesem Notschlag von Julie Allard keine Probleme für Steffi Graf. Es ist ja immer eine Frage, wenn es solche regenbedingten Unterbrechungen gibt, wer findet als Erster oder als Erste wieder den Rhythmus? Und das ist diesmal offensichtlich Steffi Graf erheblich besser gelungen als der Französin Julie Allard, die bei ihrem ersten Aufschlagspiel nach der Unterbrechung nicht so gut aufgeschlagen hat wie in vielen Spielen zuvor. Steffi Graf wirkt konzentrierter, macht Druck, lässt ihre Gegnerin laufen und führt nun vielleicht schon vorentscheidend mit 3:0 in diesem dritten und letzten Satz. Zahlen. Nehmen Sie bitte schnell Ihre Plätze ein. Danke. Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte schnell Platz. Dankeschön. Bitte hinsetzen. Danke.
Steffi Graf bestimmt in dieser Phase das Spiel. Die Bälle von Julie Allard werden kürzer und davon profitiert natürlich die Weltranglistenerste. Und auch der Ball klatscht auf die Linie. Da ist es Steffi Graf gelungen, nach einer 30-0 Führung durch die beiden Doppelfehler ihre Gegnerin wieder ins Spiel zu bringen. Denn der anschließende zweite Aufschlag war zu kurz, konnte attackiert werden von Julie Allard, die dann Glück hat mit diesem Ball auf die Linie. Nur noch 3-1 für Steffi Graf und Aufschlag Allard. Fünfzehn,
Tennis ist verkehrt in dieser Phase. 4 Aufschlagverluste im dritten und entscheidenden Satz und ein direkter Returnpunkt von Steffi Graf mit der Vorhand. Davon haben wir nicht allzu viele gesehen im bisherigen Verlauf der Begegnung. Der Rückhandslice extrem gefährlich auf diesem doch natürlich etwas feuchten Platz, sehr langsam geworden ist. Die Bälle springen ganz, ganz flach ab. Das war beim vorletzten Punktgewinn von Steffi Graf deutlich zu erkennen. Da hat Julie Allard dann doch arge Probleme. Alles spricht also jetzt für die Weltranglistenerste. Und hier sehen Sie, wie sie sich freut, dass sie einmal einen Vorhand-Return in einen direkten Punktgewinn umwandeln kann. Da sind ja viele, viele Fehler verlaufen in dieser Viertelfinalbegegnung. Turn. Der Center Court jetzt wieder fast ausverkauft mit über 4000 Besuchern. Nach der Regenunterbrechung kehren die Zuschauer zurück. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Bitte hinsetzen. Danke. Dankeschön. Das übliche Bild, es dauert immer einige Zeit, bis die Zuschauer Platz genommen haben, aber jetzt geht's weiter. Ja, was soll man dazu sagen? 4 Doppelfehler in den beiden letzten Aufschlagspielen von Steffi Graf. Und die Reihe der Aufschlagverluste, sie setzt sich fort. Aus! 15:15 Uhr. Thank you.
noch einmal eingeblendet. Heinz Günther, der Trainer, und Klaus Hofsess, der Bundestrainer. Sie kann jedes Tempo mitgehen. 15, und dann bei diesem letzten Vorhandball stand Steffi Graf innerhalb des Feldes, nicht gut zum Ball, keine Kontrolle, Ball im Aus. Nach langer Zeit wieder einmal ein gewonnenes Aufschlagspiel. Die Französin serviert fast immer nach außen, also von der rechten, von der Einstandsseite, weit hinaus auf die Vorhand von Steffi Graf und von der Vorteilsseite auf die Rückhandseite, um ihre Gegnerin weit aus dem Feld herauszutreiben und dann ihre Chance zu suchen. Und mit dieser Variation ist Julie Allard doch sehr häufig erfolgreich gewesen. Eben sprach noch alles für einen schnellen Satzgewinn und damit Erfolg für Steffi Graf, die ja 4:1 führte bei eigenem Aufschlag. Aber nun ist Julie Allard wieder herangekommen auf 3:4. Die Französin sucht nach wie vor ihre Chance, geht wie gesagt jedes Tempo mit. Tom. Übernimmt das Tempo ihrer Gegnerin. Die Doppelfehlerstatistik, 6, davon allein 4 bei den beiden letzten Aufschlagspielen von Steffi Graf und 4 Doppelfehler von Julie Allard, die andererseits aber auch 4 Asse serviert hat, Steffi Graf deren 2. Risiko bei Julie Allard, attackiert diesen zweiten Aufschlag, geht in den Ball hinein und macht dann den Punkt 0:40. Allard.
Jetzt wird's eng. Vier beide. Four. Julie Allard weiß natürlich jetzt um ihre Chance. Macht sehr viel Druck mit der Vorhand. Und Steffi Graf nach wie vor viele vermeidbare Fehler. Immer wiederholt. Weit nach außen herausgespielt mit sehr viel Schnitt. Und dann ist natürlich das Feld offen und Julie Allard hat alle Möglichkeiten, den Punkt zu machen, wie eben gesehen. Den erreicht die Französin nicht mehr. Einstein.
Steffi Graf prüft den Ballabdruck. Der Linienrichter hat sofort entschieden. Durch das Zeichen mit den Händen, der Ball war gut. Steffi Graf ist anderer Meinung. Donnering hat zu entscheiden. Ich glaube, die Australierin sagt gut. Ball hat die Linie berührt. Und der hat die Linie ebenso berührt. Gar nicht hart gespielt, dieser unterschnittene Rückhandball, aber exakt auf die Linie. Kriegt sie auch noch. Was für ein Ballwechsel! Zwei große Möglichkeiten, zunächst nicht genutzt von Julie Allard, dann der Netzangriff von Steffi Graf. Immer häufiger sucht die Französin jetzt ihre Chance am Netz. Natürlich jetzt auch die Nerven eine Rolle. Und natürlich weiß Julie Allard, sie muss den zweiten Aufschlag mit einigem Risiko spielen, muss ihn lang halten, weil sie sonst Gefahr läuft, dass dieser zweite Aufschlag angegriffen wird. Einstein.
zum sechsten Mal einsteigt. Aus! Vorteil. Diese Variante kennen Sie mittlerweile. Und immer und immer wieder ist Julie Allard damit erfolgreich. Ja, da wird es Diskussionen geben. Der Linienrichter sagt erneut, der Ball war gut, hat die Linie berührt. Wird nun aufgefordert, den Ballabdruck noch einmal zu überprüfen. Er bleibt dabei. Und Donna Ring auch. Vier Spielgewinne in Folge für Julie Allard. 4:5 Rückstand von Steffi Graf im dritten und entscheidenden Satz. Und das nach einer zwischenzeitlichen 4:1 Führung. Als sie nach der Regenpause zunächst einmal das Spiel dominierte, ihre Vorhand auch kam. Aber dann brachte sie nicht zuletzt durch ihre Doppelfehler die Französin wieder ins Spiel. Die nach wie vor sehr sicher agiert, sehr risikobereit spielt. Und auf die Fehler von Steffi Graf wartet und die macht die Brühlerin nach wie vor in großer Anzahl. Ungeheuer schwankend das Leistungsvermögen heute von Steffi Graf. Noch ist nichts verloren. Aber Steffi Graf befindet sich in einer sehr, sehr kritischen Situation. Da muss man natürlich auch abwarten, ob Julie Allard die Nerven behält, weiterhin so konstant weiterspielt. Oder ob sie kurz vor einem möglichen ganz großen Erfolg in ihrer Laufbahn Nerven zeigt. Bitte Ruhe. Viel hängt jetzt vom ersten Aufschlag ab, ob der kommt von Steffi Graf. Enorm gespielt von Julie Allard. Sie kämpft, sie gibt keinen Ball verloren und ist dann in der Lage, aus dieser Situation noch einen Gewinnpunkt zu spielen.
Das wären 3 Matchbälle gewesen für Juli Alain. Und eigentlich hätten sie es sein müssen. Die ganze Vorhandseite war offen. Hier sieht man es noch einmal ganz deutlich. Oh, was für ein Spiel. Dieser Rückhandflugball von Julie Allard. An den wird sie vielleicht noch lange denken. Und hier drückt sie ihr Entsetzen aus über diesen Linienball von Steffi Graf. Wenn dieser Ball öfter gekommen wäre im Spiel von Steffi Graf, dann wäre die Brühlerin sicherlich nicht in die Bedrängnis geraten, wie das jetzt der Fall ist. Rafael 6565. Ja, da heißt es tief durchatmen jetzt. Aus der größten Not ist Steffi Graf zunächst einmal heraus. Viele Linienbälle hat sie gespielt nach diesem vergebenen Rückhandflugball von Julie Allard. Nun also 6:5 Führung bei eigenem Aufschlag, aber das will heute
nicht unbedingt etwas besagen. Dafür hat Steffi Graf zu häufig ihre Aufschlagspiele abgeben müssen. Fünf Asse hat Julia La gespielt, zwei Steffi Graf, aber auf der anderen Seite stehen je sieben Doppelfehler von beiden Akteurinnen. Time. Aufmunternder Beifall von Klaus Hofsäß und Heinz Günthert, die sicherlich auch nicht unbedingt erwartet haben, dass diese Begegnung gegen Julia La so schwierig werden würde für Steffi Graf. Zum einen, weil sie nicht ihr optimales Leistungsvermögen gezeigt hat, und zum anderen, weil Julia La sehr stark gespielt hat. Bitte hinsetzen. Danke. Zwei Matchbälle für Steffi Graf. Ein Arbeitssieg, möchte man sagen, nach einer Stunde und 58 Minuten mit 6:3, 4:6 und 7:5. Das war knapp für die Brühlerin, aber seine Klasse beweist man natürlich auch, wenn man an einem Tag, wo es nicht so gut läuft, dennoch erfolgreich ist, so wie Steffi Graf letztendlich doch war. Was geworden wäre, wenn dieser Rückhandflugball von Julia La ins Feld gegangen wäre, spekulieren wir nicht darüber. Die Französin hat stark gespielt, hat alles gegeben, ist letztendlich dann doch gescheitert. Und Steffi Graf steht damit im Halbfinale. Sie hat heute ihren 696. Sieg errungen in ihrer Laufbahn. Ein Sieg, mit dem sie sicherlich zwar glücklich und zufrieden ist, aber sie wird natürlich selbst ihre Leistung am besten bewerten können und sie auch ein bisschen kritisieren. Ich erwähne diesen 696. Sieg deshalb, denn nun hat sie die viertmeisten Erfolge aller Zeiten errungen. Nach Martina Navratilova, Chris Evert und Virginia Wade hat nun Billie Jean King und Yvonne Goolagong überholt, die es auf 695 Siege in ihren Laufbahnen brachten. Steffi Graf also mühevoll im Halbfinale nach einem Zittersieg gegen Julie Alain. Sie trifft im Halbfinale morgen dann auf die Siegerin der Begegnung zwischen Jana Novotná und der Argentinierin Ines Gorrochatuguí. So viel für jetzt live von dem Center Court hier in Berlin und nun nach Hamburg zur Tagesschau. Ein großartiges Spiel, für das man Ihnen Riesenkomplimente machen muss. Sie hatten eine ganz, ganz große Chance, dieses Match zu gewinnen. Sind Sie jetzt ein bisschen traurig, dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat? It was a thrilling match and you had a very good chance to win. Are you a bit sad that you didn't win in the end?
Yes, for sure, but first of all, I am very happy to play like this because it's the first time I play a great match against Steffi. And well, I am a lot disappointed for at the end. Das glaube ich erstmal übersetzen für die Zuschauer. Sie sagt, natürlich ist sie ein bisschen traurig, andererseits aber unwahrscheinlich glücklich, dass sie zum ersten Mal in ihrer Karriere ein so tolles Match gegen Steffi gespielt hat. I still think of one ball, 5-4 to you, and then this volley backhand. Dieser Volley, diese Backhand bei 5-4. Dann wäre es 40-0 gewesen. It would be 40 love then to you and 3 match balls. Yes, I think I know it. But yeah, that's why I lost. I think with 3 match points, I have a big chance to win. And then Steffi didn't miss anything, and she was there. And I think the volley is it's a match. Ja, sie sagt, genau das war natürlich der Punkt, nicht? Diese Volley-Rückhand, wir alle erinnern uns daran, an diesen Ball. Und danach lief es dann für Steffi Graf. Aber noch ist ja nicht alles aus. Juliella, Sie spielen ja noch mit Nathalie Tauziat im Doppel hier. Glauben Sie, dass Sie vielleicht da das nachholen können, was Sie im Einzel versäumt haben? You still play with Nathalie Tauziat in the doubles. Do you have a good chance to win there, perhaps? Well, I think now I will put all my chances in the doubles, and I think Nathalie is a good partner, and I will try to do something here in doubles. Okay, sie sagt, jetzt wird sie natürlich alles reinlegen mit Nathalie Tauziat im Doppel mit einer sehr guten Partnerin. Die beiden spielen ja schon sehr lange zusammen. Thank you very much. Dankeschön, Julie Allard, für dieses Interview. Und ich glaube, Sie werden schnell drüber hinwegkommen, denn Sie haben das beste Spiel bisher Ihrer Karriere gegen Steffi gemacht. Dankeschön. Thank you.